Wie ist eigentlich zu der Idee gekommen, die Ausstellung jetzt zu machen? Das hat einen ganz klaren Namen: Corona. Wir wollten die Ausstellung schon vor 2,5 Jahren machen, dann kam uns Corona dazwischen. Dann überlegt man sich, wann macht man die? Und dann haben wir gesehen, Franz wird bald 80. Und dann haben wir sie auf seinen 80. 2023 verschoben. Jetzt ist ja im November ist die Vernissage. Was ist in der Zwischenzeit gelaufen? Wie ist der Besucherandrang? Ja, der ist sehr erfreulich, wie in aller Regel. Aber mit Franz Hohle erreicht man natürlich im Gemeindehaus in Oetikon besonders viele Besucher. Nicht nur aus der Region, die kommen tatsächlich schweizweit. Wie gerade eben konnte ich einen Besucher aus Konolfingen begrüßen. Jetzt, was erwartet uns an dieser Ausstellung alles? Ein Rundblick, so wie der Ausstellungstitel sagt, Franz Hohle komplett. Das heißt, wir zeigen ihn mit seiner ganzen Literatur. Wir haben eine extra Bibliothek, eine Leseecke, entspannt für alle zum Lesen, auch Kinder, angebracht. Und wir zeigen ihn aber auch überraschend als Fotografen, denn Franz Hohle hat sehr, sehr viele Fotografen gemacht von Bekannten und Freunden, die er in Oetikon in seinem ehemaligen Wohnhaus bewirtet hat.